ich aktiv bewerkstellige, das ist ein klarer Fall. Aber die Gesamtsituation hier, Waldhof, die macht mir natürlich nicht so viel Spaß. Wir müssen den Schwung von Waldhof irgendwo fangen und müssen aus der Situation heraus versuchen, unser Tor zu machen. Die Waldhof-Fans, sie haben trotz der prekären Lage die Verdienste nicht vergessen. In Duisburg, wenn ich mich recht erinnere, das war unser Aufstiegsspiel mit 3-3. Und wenn wir heute unentschieden spielen, haben wir es geschafft. Ja, das waren Erinnerungen. 28.000 im Südweststadion. Noch einmal Stimmen zu Schlappi. Ja, ich meine, er musste mittlerweile für seinen Verein pfeifen. Da hilft alles nichts. Ne? Was soll's, ne? Er hat uns in die Bundesliga gebracht. Ich bin ihm nicht böse. Er hat sich ja in der Presse immer so geäußert, dass er noch ein Herz für Waldhof hat. Und das, deswegen nehme ich das ihm, wenn wir wirklich absteigen sollten, nicht so übel. Kontraste. Der Fußballtrainer Klaus Schnappner mit Hang zur Show. Aber so lieben ihn seine Fans. Auf der anderen Seite unterkühlt Felix Datzke, ein ungeliebter Trainer. Waldhof-Chancen aus der Perspektive unserer Kamera am Spielfeldrand. Schön, Schmöller, Müllers Zuspiel, Schmöller prüft Berg, die erste Chance für die Gastgeber. Nur wenig später. Das erlösende 1:0, es waren gespielt 19 Minuten. Bockenfeld, Zionanis. Er schoss ein Tor vor 2 Tagen. Dann ist Peter Lux da, heute stark in der Defensive und in der Offensive. Schön bekommt den Ball, schießt an Freund und Feind vorbei, ein zum 1:0. Das aufgrund der größeren Spielanteile verdiente 1:0 aus der Sicht der Waldhof-Fans. Waldhof blieb die bessere Mannschaft. Müller und Bührer vergaben hier. Darmstadt Chancen waren gering. Zimmermann verletzt sich hier, aber er machte weiter. Zur Pause Waldhof mit Spiel und Führung zufrieden. Wie gesagt, 28.000, die Waldhof-Fans. Dann die zweiten 45 Minuten. Und was hatte Trainer Latzke in der Pause seiner Mannschaft gesagt? Der verletzte Kapitän Roland Dickieser. Ich glaube, die Mannschaft ist zuversichtlich und sie ist eigentlich überzeugt, dass wir das Ding doch noch packen. Und es sah weiter gut aus für Waldhof. Bockenfeld, Lux und Schmöller hat die Möglichkeit. Es blieb spannend, es blieb dramatisch. Dann kam jener Mann, der vor 2 Tagen Darmstadts Siegestor geschossen hatte, der Chinese Gu. Und Darmstadt wurde in der Tat stärker. Aber Waldhof nach wie vor mit den besseren Tormöglichkeiten, wie auch hier. Lux, Bührer, Schön, Müller, wieder Bührer. Und dann wurde es dramatisch. Noch 8 Minuten bis zum Ende. Wieder Waldhof. Lux und gleich kommt Müllers herrliche Einzelleistung. Gescheitert am Berg. Waldhof auf dem Weg zum Bundesliga-Erhalt durch diesen herrlichen Treffer von Lux. Zuspiel von Schön, dann, Sie haben es gesehen, Klotz täuscht, legt auf, wie man sagt. Noch 3 Minuten. Tore, wie sie vermisst wurden in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr. Schlappners Zuruf, noch sind 2 Minuten zu spielen. Ein Appell gewissermaßen. Und welch eine Tragik für Waldhof. Nur wenig später, Posniak zu Kuhl, 2:1. Alles musste von vorn beginnen. Die Enttäuschung bei Waldhof offensichtlich. Für sie brach eine Welt zusammen. Es hat nicht gereicht. Und dann Interviews. Wie viele Nackenschläge müsste der SV Waldhof in dieser Saison noch einstecken? Wir waren praktisch schon wieder in der Bundesliga. Und jetzt nochmal, kann das eine Mannschaft eigentlich verkraften? Ja, okay, wir müssen jetzt darüber wegkommen. Es hilft alles nichts. Wir waren jetzt praktisch, zum dritten Mal mit einem Bein in der Bundesliga. Und wollen wir hoffen, dass es nächsten Donnerstag endgültig klappt. Es ist doch unwahrscheinlich, dass eine Mannschaft mit so viel Erfahrung sich diesen Sieg nochmal wegnehmen lässt. Mit dem Gegentor. Ja, das ist normalerweise gar nicht zu erklären. Wir sind wahrscheinlich immer im siebten Fußballhimmel und dann kriegen wir aus Zeit im Himmel kriegen wir immer den Nackenschlag. Und irgendwann muss das mal aufhören, sonst steigen wir wirklich mal. Eigentlich war der Waldhof jetzt schon zum dritten Mal wieder in der Bundesliga. Ne, sicherlich. Ich meine, wir haben es ja auch alle geglaubt. Ne? Und dann war wieder
eine Minute praktisch Verschluss, dass wir da wieder hinten nicht aufgepasst haben und dann das Tor eben kriegen. Ist zwar bitter, aber mein Gott, das ist für uns eben, die ganze Saison läuft eben schon halt so bei uns. Ne? Und jetzt müssen wir im Zusehen, dass wir in Saarbrücken eben das Spiel nochmal rumreißen. Darf das denn so einer routinierten Mannschaft wie dem SV Waldhof, einem Erstligisten, überhaupt passieren? Hat die Mannschaft aus den letzten Wochen gar nichts gelernt? Ich meine, das darf normal keiner Mannschaft der Welt passieren. Das darf nicht nur dem SV Waldhof nicht passieren. Aber ich meine, das sieht man ja immer wieder. Ich sage, das letzte Heimspiel gegen Uerdingen 2-0 geführt, 2-2 gespielt. Und ich meine, das ist symptomatisch für uns dieses Jahr. Und das können wir halt eben nicht abstellen. Kann man nichts machen. Ist denn der Waldhof in diesem Sinne keine Mannschaft? Doch, wir sind eine Mannschaft, wir harmonieren auch gut zusammen und das sind eben Probleme, wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause führt jetzt 2-0 und jeder freut sich und ist vielleicht im Gedanken schon wieder weg und dann passiert eben so ein Ding, ne? Dass man dann wieder 2-1, das 2-1 eben reinkriegt. Eigentlich hat man dem SV Darmstadt die ganzen Tore fast alle geschenkt? Wir haben 8 Tore sind gefallen und davon haben wir glaube ich alle 8 selber gemacht, ne? Wenn man das so jetzt mal zurückverfolgt. Die 3 Stück in Darmstadt waren auch alles Geschenke und heute ist meines Erachtens auch wieder ein Geschenk gewesen. Ne? Wird man mit so einem Sieg, der quasi eine halbe Niederlage ist, denn fertig? Was machen Sie denn heute Abend? Gut, heute Abend werden wir schon mal ein paar Bierchen trinken, damit wir mal überhaupt ein bisschen schlafen können. Ja, und dann ab morgen geht es eben wieder los. Ich meine, die Saison ist jetzt noch nicht vorbei und wir müssen eben alles dran setzen, dass wir am Donnerstag das Ding nochmal rumbiegen. Ne? Auf ein neues also. Die Pressekonferenz, ein enttäuschter Waldhof-Trainer zieht Bilanz. Ich glaube, uns hat es in dieser Saison ein bisschen verhext, denn wir waren in Stuttgart oben. Hier hat Karlsruhe in der 90. Minute das Tor gemacht. Wir gingen hier in der 88. Minute 2-0 in Führung, bekamen Postwende durch Unaufmerksamkeit wieder fast in der 90. Minute den Ausgleich. Das für mich ist es ein Ausgleich, weil ich beide Spiele zusammennehme. Und es ist für mich also fast unverständlich, ich kann mich noch immer nicht ganz beruhigen, wie eine Bundesligamannschaft den Gegner so einlädt, Tore zu erzielen. Das sind ja Geschenke, die sich rächen werden. Draußen ein leeres Stadion. Die Frage bleibt, ob hier weiter Fußball der ersten Bundesliga gespielt wird. Die Besonderheit dieses Duelles Mannheim gegen Darmstadt liegt nicht nur in der gemeinsamen Vergangenheit beider Vereine, sondern auch in den Beziehungen während der letzten Jahre. 4 Spieler aus Darmstadt waren in Mannheim unter Vertrag von Trainer Schlappner ganz zu schweigen. Eine Begegnung also mit Derby-Charakter und so ging es gleich zur Sache. Das 0-1 durch Zionanis schon nach 2 Minuten ein Auftakt nach Maß für die Mannheimer. Zur Sache ging es aber auch in anderer Hinsicht. Viel Einsatz, viele Fouls und viele gelbe Karten gab es in dieser Begegnung. 7 gelbe Karten waren es insgesamt, später kam noch eine rote hinzu. Nach diesem üblen Foul an Freddy Hess, der Freistoß, Kuhl und Emich. Emich hatte gerade in der ersten Halbzeit nur wenig Gelegenheit, sich in das Angriffsspiel mit einzuschalten. Zu groß war der Druck der Mannheimer, die weitaus entwickeltere Spielanlage zeigten und insgesamt über bessere Einzelspieler verfügten. Das war eben Bührer, der Kapitän von Mannheim. Wie schnell die Mannheimer das Mittelfeld überbrückten, zeigt diese Szene. Zvetkovic und dann der gefühlvolle Pass in den Lauf von Schmöller. Ein Schuss durch die Beine von Torwart Berg an die Latte. Glück für Darmstadt. In der Anfangsphase wurde der Klassenunterschied deutlich. Bei Darmstadt lief das Spiel auf zu engem Raum. Mannheims Spielanlage war viel weiträumiger. Lux, von dem gute Ideen ausgingen, dessen Deckungsverhalten allerdings zu wünschen übrig ließ. Deshalb wurde er später auch ausgewechselt und dann der Schuss von Günther Güppler. Beide Mannschaften haben ja keineswegs starke Angriffsreihen. Mannheim schoss in der Bundesliga am wenigsten Tore insgesamt und Darmstadt brachte es in der gesamten Zweitligasaison nur auf 48 Treffer. Die Ursache dafür liegt sicher im Verletzungspech. Trunk und Matern konnten fast gar nicht eingesetzt werden. Und auch auf den zuletzt sehr starken Bernhard Trares musste Trainer Schlappner heute verzichten. So blieb im Darmstädter Angriff zunächst alles Stückwerk, während die Mannheimer immerhin Chancen herausspielten, sie dann allerdings nicht nutzen konnten. Güttler erneut. Güttler zuvor schon wegen Foulspiels verwarnt. Dann Emich. Und Güttler verfolgt ihn, grätscht hinein. Der Angriff gilt sicher dem Ball, doch er trifft das Bein von Karl-Heinz Emich. Und weil Güttler schon gelb gesehen hatte, folgte jetzt die rote Karte. Platzverweis durch Schiedsrichter Wolf-Rüdiger Umbach. Mannheim also nur noch mit 10 Spielern. Diesen Vorteil wollten die Darmstädter nutzen.
Wenn dieser Schuss von Emich auch noch drüber ging, so blieben sie doch optimistisch. Trainer Schlappner verkündete in der Halbzeitpause: Wir packen sie heute und am Sonntag. Für die zweiten 45 Minuten hatten sich die 98er also einiges vorgenommen. Doch zunächst kam es ganz anders. Schmöller an Emich vorbei. Wernecker kommt zu spät und dann ist Bührer völlig frei, das 0:2. Nur 90 Sekunden nach dem Wiederanpfiff ein ebenso frühes Tor wie in der ersten Spielhälfte. Da wird er förmlich erdrückt von seinen Mitspielern. In der Zeitlupe noch einmal zu sehen, wie frei Bührer war, keine Mühe für ihn beim 0:2. Trainer Schlappner reagierte, brachte Bu für Scholz und damit brachte er auch neuen Schwung ins Angriffsspiel. Darmstadt wurde besser, schnürte Mannheim in der eigenen Abwehr ein, das war Bernecker. Dann Sanchez, der viel lief, ständig unterwegs war. Hess. Sein Schuss prallt ab. Gutzler. Das 1:2 in der 63. Minute. Jubel unter den 28.000 Zuschauern. Eine große Kulisse in diesem Spiel. Hier noch einmal zu sehen, der Ball kommt vom Gegner. Deshalb natürlich Gutzler nicht im Abseits. Etwas zögerlich, wie Zimmermann da herauskommt. Und Gutzler nutzt diese Gelegenheit. Aus der eigenen Hälfte heraus wurde Darmstadts Spiel immer wieder angetrieben von Emich und von Posniak, die nun endlich auch Anspielstationen fanden, hier allerdings eben ein Fehlpass. Zionanis. Und jetzt ein Fehlpass von ihm. Posniak läuft hinein, zieht ab. Das 2:2 nur 3 Minuten nach dem Anschlusstreffer, also der Ausgleich. Jubel im Stadion, Jubel auf der Bank. Das eben war Künas, der später eingewechselt wurde. Noch einmal der Schuss von Posniak in der Zeit. Mit dem Spann getroffen, unhaltbar für Zimmermann. Und wieder war es Posniak, der Darmstadt nach vorne trieb. Leicht überläuft der Lux, guckt nach innen, dann der Pass, 3:2 in der 73. Minute. Innerhalb von 10 Minuten war das Spiel umgedreht worden und das Stadion glich jetzt wirklich einem Hexenkessel. Noch einmal in der Zeitlupe geschickt dieser Rückpass von Posniak und Gu mit der Breitseite genommen diesen Ball. Da hatte natürlich die besten Chancen, dass er auch reingeht. Gu ein exzellenter Techniker. Noch eine Chance durch Emich. Die Mannheimer hatten sich nach ihrer Führung zu früh zurückgezogen, nach hinten gespielt, hatten Darmstadt dadurch stark gemacht. Erst in den letzten Minuten konnten sie sich wieder fangen, aber es reichte nicht mehr. Der Abpfiff von Schiedsrichter Umbaches blieb beim 3:2, einem knappen Sieg, der zwar kein gutes Polster bedeutet für das Rückspiel, aber immerhin alles offen lässt. Nach ihrem großen Kampf ließen sich die Spieler vom Publikum gebührend feiern. Dass die Begegnung so hart war, zumindest im ersten Durchgang, hat euch das überrascht? Nein, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Waldhof ist dafür bekannt, dass sie zur Sache gehen. Und wir haben uns heute sicherlich auch im Punkto Härte nicht versteckt, sondern haben dagegen gehalten. Und von daher auf dem Boden, der auch ein bisschen glitschig war, war es klar, dass da viele kämpferische Aspekte mit drin waren. Was ist für ein Gefühl, nach einer langen Saison in der zweiten Liga vor so einem Publikum zu spielen? Ja, normal ist man mit den Kräften eigentlich nach einer so langen Zweitliga-Runde ziemlich am Ende. Ja. Und aber wenn man so ein Publikum im Rücken hat, ja, und da werden nochmal Kräfte frei, selbst nach dem 0:2, das ist echt das Wahnsinn. Wir haben heute einen großen Kampf gesehen und wir können, glaube ich, sicher sein, dass es am nächsten Sonntag auch nochmal einen ganz großen Kampf gibt in Ludwigshafen. Was rechnet ihr euch aus? Ja gut, jetzt nach dem Spielergebnis kann man natürlich mit allem rechnen. Wir dürfen auf der anderen Seite nicht vergessen, wir haben heute ein Spiel noch aus dem Feuer gerissen mit einem Tor Vorsprung. Das ist natürlich im Fußball so gut wie gar nichts. Ne? Das haben wir jetzt in den letzten Wochen im UEFA-Pokal, Europapokal gesehen. Trotz allem haben wir eine sehr gute Ausgangsposition, weil Waldhof auch zu Hause in dieser Saison sehr große Schwierigkeiten hatte.